Hallo zu Final Fantasy 14. Kommen wir jetzt nun zu den Oster-Event. Ja, hier in 2018. Jetzt haben wir wieder einen weiteren Spaß hier. Letztes Jahr hatten wir eben halt einen Mount bekommen. Und ja, diesmal bekommen wir hier einen Begleiter, den Joker-Ei. Den schauen wir uns auch mal an, denn ja, wundersame Eierdiebe. Nonota braucht deine Hilfe bei der Feierlichkeiten zur Wundereiersuche. So, dann gucken wir mal, was uns diesmal erwartet. Dahlia-Eier. Oh, ja, die Eier gestohlen. Jetzt müssen wir die halt wiederfinden. Ja, doch. Ja, die kennen uns ja eben halt, die wissen, dass wir sehr gut da drin sind, weil wir auch die Jahre das immer mitgemacht haben. So. Mit der Eierkappenjägerin sprechen. Wo steckt die denn? Die ist da ganz da hinten, bei der Gärtnergilde. Ja, wie ihr ja schon bei mir wisst, präsentiere ich ja gerne auch die Events hier bei Final Fantasy, weil die zählen ja auch mit dazu hier in dem Spiel. Und ja, das ist immer sehr, sehr cool, auch immer hier das zu präsentieren und auch in Erfahrung zu bekommen, wie es halt immer weitergeht, weil das wird ja auch immer so gesehen fortgesetzt. Da sie erinnert an uns. Alipo. Sehr gut. Ja, lasst gerne euer Feedback da. Wie findet ihr das Event? Ach ja, jetzt müssen wir hier Eier suchen. Da war was. Da ist was. Ah, sehr schön, haben wir eins jetzt gefunden. Wir hier mal schauen. Hier unten ist nichts. Da hinten ist auch noch wieder was. Gucken wir mal, wer der Eierdieb denn ist. Und hier haben wir die Spuren. Oh, ich habe schon so eine leise Befürchtung, wer das sein könnte. Die könnte es nicht sein. Wir tippen auf einen Spriggan. Okay, schauen wir uns das mal an. Haha, das sieht ja witzig aus, wie er da liegt.
Ah, er wurde getötet. Oder? Lebt er noch? Weil er wird halt wiederbelebt. Ist ja alles möglich bei Final Fantasy. Gott sei Dank können wir ihn doch noch retten. Jeder Hinweis ist halt auch wichtig. Der Rigi. Sollen wir den Brigaden trauen oder nicht? Komm, wir vertrauen ihm mal. Wir sind mal so lieb. Da freuen sie sich. Gut, dann halten wir mal Ausschau. So, bei der Jagd auf die Salieier kannst du Rigi folgende Anweisung geben: Links bewegen, rechts bewegen, X-Taste oder Kreistaste, Sprung und Doppelsprung. Hilf Rigi mindestens 15 Eier zu sammeln, um das Minispiel zu gewinnen. Zusammenstöße mit Hindernissen und Gegnern führen dazu, dass Rigi Eier verliert. Also pass gut auf ihn auf. Ah, hier. Also Minispiel. Okay. Das ist ja mal witzig gemacht. Lol. Das ist ja mal cool. Oh. Oh, Bomber und alles, was hier dabei ist und dann auch solche Hindernisse. Lol, Golem. Der hat sogar so AOEs und alles. Oh. Das ist ja mal cool. Das ist ja mal witzig gemacht. Da haben sie sich mal was einfallen lassen, so, ne? Wie so ein altes Arcade-Game. Cool. Ah, das ist cool. Mal was anderes. Ich fand ja schon die anderen Arcade-Games auch sehr lustig, die es ja auch in der Vergangenheit gab, bei den anderen Events. Dankeschön. Oh. Hat sie sich verplappert. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Ja, an der Stelle feiert auf jeden Fall auch schön Ostern zusammen mit Familie und alles, ne? Und was auch immer ihr Ostern vorhabt. Übernächste Woche ist es soweit. Da gibt es auch verlängertes Wochenende. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon drauf. Das wird schon echt cool.
Jawohl, hier haben wir den Salier-Eier. Aliapo. Ja, von Spriggans. Nein? Ah, okay. Eine Mikro-Tee bestimmt, ne? Sie war die Anstifterin. Eine Mikro-Tee. Sie soll echt mal Detektivin werden. Wir haben sie ertappt. Die Aliapoa haben immer Überraschungen parat, ne? So, dann be bekommen wir jetzt unsere Vergütung. Noch eine weitere Aliapo. Oh mein Gott, das wächst immer mehr Aliapos. Gerne doch, gerne doch. So, da bekommen wir jetzt hier unser Joker-Ei. Enthält einen winzigen Weisen. Und somit haben wir das Event abgeschlossen. Also, eigentlich recht schnell, ja. Also hier haben wir wieder ein Event, was wir wieder schnell abgeschlossen haben. Oder halt auch, wie es nicht schnell geht. Aber jetzt haben wir diesen Minispiel jetzt in unsere Herberge. Die können wir halt jetzt ausspielen. Weil es wurde auch gewünscht, mehr Minispiele etc. Und hier kann man quasi, ja, sowas halt nochmal machen. Und mit wundersamen Begegnungen. Da können wir ihr wieder dabei helfen und dann bekommen wir auch wieder was dafür. Ansonsten, ich weiß gar nicht, haben wir hier irgendwo noch so einen Shop? Ja, da. Da haben wir so einen Ariga-Sammler. Hier bekommen wir so gesehen die ganzen Informationen nochmal darüber. Und hier haben wir das Geschäft. Hier können wir Spriggan Schokolade kaufen. Und Banner der Wundereiersuche. Das auch außerdem auch. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch eine Verlinkung nochmal dazu, dass man eine Holoprisma bekommt zu der Wundereiersuche. Ja, und eben halt auch noch diese beiden anderen Sachen, die man dafür bekommen hat. Und außerdem, wenn man hier das Event abgeschlossen hat, sprich die Hauptquest, hat man ja hier diesen Joker, den werde ich euch jetzt auch nochmal hier zeigen. Das Event geht noch bis zum 4., also bis zum 2.4. 17 Uhr, dann endet dieser Event. Ja, aber lasst gerne euer Feedback da zu diesem Event, auch zu diesem Minispiel. Außerdem, ja, wie feiert ihr Ostern? Lasst es nämlich hier gerne mal wissen, würde mal interessieren. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr noch weitergehend meine Final Fantasy Videos anschauen würdet. Und ja, auch noch da euch beteiligen würdet. Das würde mich auf jeden Fall echt freuen. So als Support auch natürlich. Support ist kein Mord. So, dann gucken wir jetzt mal. Wo haben wir den Joker denn? Ich euch nochmal kurz zeigen. Hier finde. Der ist ja. Das Dankeschön aus den Händen von Yili Aliapo beschert
beherbergt Ratcliffe den Roten, eine der Weisen aus der Zeit der sechsten Katastrophe, also die sechste. Und da, in diesem Ei ist er halt drin und dann kommt er manchmal halt heraus, ne? Sieht auf jeden Fall ganz witzig aus. Ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen hier zu diesem Event und wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß, noch weiterhin hier bei Final Fantasy XIV. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein.